Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im Inbound Marketing geht es ja vornehmlich darum, Kunden zu Fans zu machen oder halt sie heranzuziehen mit einem Nennenswerten Content, also sei es ein E-Book, sei es ein White Paper etc. pp. Also die Kunden zieht man an. Im Outbound-Marketing ist es ja mehr so, ich sage jetzt mal das KDS-Prinzip, also kauf du Sau, ich schmeiß die komplette Werbung einfach mal raus, mal gucken, was passiert, Streuverluste, scheißegal. Ich push alles auf den Markt und guck einfach mal irgendeiner den wird schon treffen. Jetzt gibt's aber natürlich auch den Ansatz des sogenannten All Bounds, also die Verbindung zwischen Inbound und Outbound. Die Frage, die sich da mir jetzt stellt, ist braucht man das überhaupt? Kann denn das eine ohne das andere überleben oder ist es denn essentiell, dass man beides verbindet? Darüber reden wir heute im Podcast und zwar mit und jetzt kommt auch noch ein neues Novum, Martin Philipp und Philipp Moder. Das ist auch geil, ne? Der eine Nachname ist der Vorname des anderen, da muss ich jetzt gleich echt aufpassen. Aber die beiden haben den Weg in mein virtuelles Studio gefunden. Und ich freue mich sehr, Martin und Philipp, immer noch ein bisschen komisch, <laughs> schön, dass ihr den Weg ins virtuelle Studio zu mir gefunden habt. Stellt euch gern einmal vor. Ich würde sagen, erst Martin und dann Philipp. Vielen Dank, Kevin, für die Einladung. Ja, kurz äh, zu mir. Bin seit 25 Jahren in dem Bereich Online-Marketing, digitaler Vertrieb unterwegs. Heute als Co-CEO von Evalanche. Wir sind der Hersteller, eben auch einer der führenden Marketing-Automation-Plattformen. Und das mache ich zusammen mit dem Gründer von Evalanche. Er verantwortet das Produkt und ich kümmere mich um die Kundengewinnung und Kundenbegeisterung. Wunderbar. Martin, danke. Kevin, danke dir. Ich musste mich jetzt tatsächlich sehr zügeln, dass ich nicht sofort abgrätsche und den Veto mit KDS kannte ich sogar nicht. Ne? Kann man so machen, kann man auch smarter machen. Ja, also danke für die Einladung. Hier ist der Philipp Gründer, immer noch Geschäftsführung von der Focus DC. Um, ich kann noch drei Jahre draufpacken im Gegensatz zum Martin. Bei mir sind es jetzt tatsächlich 28 Jahre und ja, stehe für 28 Jahre ganz viel Liebe, Leidenschaft für alle P2P-Marketing- und Vertriebsthemen gerne mit dem Fokus, uh, wo es technisch, beratungsintensiv und erklärungsbedürftig wird. Dann würde ich doch mal sagen: Steigen wir doch einfach ein, dann grätsch doch mal rein, weil, du, weil ich gesagt habe: KDS, kauf du Sau. Um, das ist KDS. Das, das finde ich ganz witzig, das sind ich mit, das glaube ich dir. Wow. Ähm, Feel free. Gavin, ähm, da ging es mir eher darum, weil das so, wie du es jetzt gerade skizziert hast, mutet für mich doch etwas äh, traditionell und old school an. No? Also das klingt so, wie gibt es den eigentlich noch zum Schuber? Genau, Schuber gibt es, glaube ich, immer noch irgendwie in der 27. Neuauflage, glaube ich. No? Äh, ich laufe zum Schuber, kaufe an die Adressliste, schmeiße den Leiter an und äh, los geht's. No? Kann man machen. Ist halt ein bisschen kacke. Ja, die kommen ja auch mittlerweile auf LinkedIn und sagen dann, ist das grundsätzlich interessant Oh für ja, dich? Das ist die Lieblings ja, auch schön. Ne? Ja. Und die Heißschlagader kommt, ne? Ja. <laughs> ja. Ja. Nein, Also ich denke, aufbauen kann man kann und muss man heute einfach irgendwie smarter machen, intelligenter machen, viel mehr datengetrieben praktizieren. Ähm, kann halt übergreifen und praktizieren. Ähm, das ist für mich so die, die Kunst des modernen Outbaus. Dass man das eben die verschiedenen Kanäle sauber orchestriert und vor allem halt stark auch Daten passieren lässt. Das ist so meine meine Two-Sense zu dem Thema. Jetzt ist es ja, Martin, mal an dich gerichtet. Jetzt ist es ja so: Ivalanche, ich meine, ich kenne äh, das Unternehmen ziemlich gut, SC Networks, warum? Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, er ist halt mein Chef, was soll ich machen? Ähm, wir haben ja sehr viele. White Paper, sehr viele E-Books bei uns auch im System und die geben wir ja auch gerne raus, wenn sich jemand bei uns registriert. Das ist ja dann auch der ganz klassische Inbound-Marketing-Ansatz und zwar ja, Gated Content. Wir haben einen Blog, wo wirklich ganz detailliert und ganz fein strukturiert aufbearbeitet die ganzen äh, Artikel stehen. Aber wenn man mehr haben will, dann muss man natürlich zahlen, im Sinne von, man ja, man gibt seine Daten an, seine E-Mail-Adresse vornehmlich und bezahlt dann quasi mit der Mailadresse und bekommt das Ganze. Das ist ja das Inbound-Marketing in Reinform. Wie siehst du das? Hat sich das denn so in den letzten Jahren entwickelt? Wurde das immer mehr? Ja, ich denke, das ist, um was uns ja auch geht. Und das ist ja mit auch das Thema, ist, dass also er das Thema Outbound jetzt ja, schnell auch in die Schublade wie Kaltakquise gesteckt wird und Kaltakquise funktioniert nicht mehr. Und das ist etwas, wo wir ein bisschen damit auch aufräumen, ja, auch wollen. Ja, das ist es nicht immer dieses äh, ähm, Entweder-oder, sondern es geht mehr um dieses sowohl als auch. Und es wird sehr gerne auch pauschalisiert. Es kommt wie so oft, ja, das ist eigentlich die Lieblingsantwort von Anwälten, ja, darauf an. Ja, und äh, auch ist es bei dem Thema, so, dass ich, ja, das ist immer wichtiger jetzt geworden, Thema Inbound. Woher kommt es? Weil Informations- und Kaufverhalten sich einfach sehr stark verändert hat. Ja, durch das, das Informationszeitalter kennt ja jeder auch aus seinem privaten Verhalten. Äh, man informiert sich digital, man lernt digital, man kauft digital. Und äh, das ist natürlich ein ganz großer Impact, ja, ähm, wo schlussendlich es darum geht, dass bevor überhaupt eine Kaufentscheidung ja getroffen wird und es ist ein Business-to-Business -Business ja mittlerweile schon ja auch über 80 Prozent, bevor ich überhaupt mit einem Seller spreche, äh, habe ich mich im Vorfeld schon informiert und dann geht es wirklich auch darum, eben schon ähm, da das Vertrauen auch aufzubauen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, egal ob das jetzt inbound oder outbound ist, Verkaufen hat immer sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und ähm, zu Vertrauen gehört, eine Beziehung aufzubauen und zwar eine emotionale Verbindung zur Marke auch aufzubauen. Und wenn ich das eben im Inbound schon sehr geschickt mache, also dass ich mir Gedanken mache im Vorfeld, was interessiert, wo informiert sich denn meine Zielgruppe? Bricht es noch weiter runter und sagt, kaufen ist etwas Emotionales. Das sind Menschen, kaufen von Menschen. Also breche ich es noch runter auf eine Persona. Dann mache ich mir eben auch darüber Gedanken. Was hat die vier Schmerzpunkte? Und wie sieht denn die Customer Journey aus? Bei der Person, bei dem Unternehmen sind es mehrere Entscheider und das ist eben dann sehr wichtig dass ich diesen content dann sehr zielgerichtet dann ausspiele über verschiedenste kanäle über verschiedenste formate und das ist eben sehr wichtig das zu tun aber dann in verbindung eben dann auch mit Outbound. und das in form von dass ich dann auch hier gehen kann und kann sagen ja ich kann gewisse zielgruppen ja auch mal antesten da kann der philipp sicherlich dazu noch was sagen noch da noch viel mehr erfahrung als ich ist, dass, dass man, man kriegt über keinen Kanal so ein direktes Feedback, wie indem, dass ich einfach mal einen Telefonhörer mal in die Hand nehme und auch mit dem potenziellen Kunden mal spreche und mich jetzt vielleicht jetzt nicht nur, wie es viele Unternehmen gerne mal tun, ähm, vielleicht sich auch hinter der Automatisierung und Digitalisierung zu verstecken, in Anführungszeichen, ja, sondern, Eben diese Instrumente zusammen einzusetzen, das hat den größten Impact. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Deswegen, Kevin, wir haben uns ja in Würzburg ist das erste Mal kennenlernen dürfen. Ja, auch der Spruch: Inbound braucht Outbound und Outbound braucht Inbound. Ja, also ne, es ist ja auch so, weil, wenn, wenn du nur Inbound machst ne, und wirklich nur darauf setzt, dass irgendjemand dich findet, Du musst ja auch irgendwie, also gerade am Anfang würde ich jetzt mal auch so sagen, wenn, wenn, wenn ein Startup sich gegründet hat und dann auf dem Weg des Wachstums ist, dann muss das ja auch irgendwie ähm, gesehen werden. Also da ist ja nichts anderes dann da, außer ich mache outbound, weil ansonsten kriege ich das ja so gar nicht hin. Wenn ich jetzt nur Inbound mache und, und, und habe halt wirklich meinen Blog und habe halt wirklich ähm, dann, äh, dann das, was ich tue, werde ich aber ja gar nicht gesehen. Nee und ich fand es auch, Martin, du hast das wunderschön formuliert, wo du sagtest, so hinter der Digitalisierung und Automatisierung verstecken. Ne? Also ich denke, man muss ja auch bei diesen automatisierten Lead Nurturing oder Lead Management-Prozessen. Ja. Unabhängig davon, ob jetzt ein Scoring-Modell dahinter liegt oder nicht, ne? ähm, wo ich auch eine spezielle Meinung dazu habe, wo ich halt sage, hey, mit diesem scoring modell da bin ich persönlich einfach immer ein bisschen skeptisch. Das sind jetzt einfach ein paar so Erfahrungswerte, die wir auch haben, weil... Nur weil einer vielleicht die E-Mails nicht mehr öffnet und weil er nicht auf die Learning Page geht und nicht den nächsten Download macht oder sie nicht fürs nächste Webinar registriert, ihn dann per se zu unterstellen, äh, der ist kalt oder der ist es nicht wert, äh, der hat keinen guten Score, das also finde ich persönlich ein Stück weit fahrlässig. Genau. Ähm, und da finde ich halt dieses, dieses Integrieren, genau wie du es gesagt hast, Martin, einfach irgendwann mal in diesem Prozess den Hörer in die Hand nehmen, ähm, das ist aus meiner, aus meiner Erfahrung wirklich Gold wert. Ja, ähm, du kriegst erstens auch nochmal Feedback dazu, was ja auch ganz spannend ist, weil noch nichts ist direkt da ist. Also gut, persönliches Gespräch, aber Telefonat viel direkt, da geht es dann halt nicht mehr. Ähm, und dieses Verstecken hinter Digitalisierung und Automatisierung ist in meiner Welt eine riesengroße Gefahr und das ist sehr schöne Formulierung. Martin, danke dafür. Ja, gerne. Ich meine, das ist ja auch genau, was das Thema Feedback ja auch betrifft. Ich meine, in all diesen Touchpoints, ähm, den Content auszuspielen, ist das eine, die Touchpoints auch zu nutzen, um Feedback auch einzuholen, das andere. So, und, äh, und qualitativ und, also was man sehr oft macht, ja quantitativ, aber vor allem qualitativ. Und das ist das, was du Philipp ja auch gesagt hat, ist das, was was, was, was gerne, also was nicht gem selten gemacht wird und auch sehr stark unterschätzt wird. Also im, im, im Selling lieber mal zu fragen, okay, und auch zu spüren, wie er denn reagiert hat, ja, auch auf einen Pitch. Also ein gutes Beispiel aus der Praxis ist, wenn du einen Seller fragst, wenn er einen Pitch gemacht hat beim Kunden, wie ist es denn gelaufen? Wie ist denn meistens die Antwort? Ja, super. Ja, den, den haben wir eh schon. Ja. Und wenn du dann aber mal den Kunden auch mal, also die Leute auch mal fragst, was sind das einfach fünf, sechs, sieben, acht Leute, die am Tisch sitzen und äh, die dann mal fragst und sagst okay äh, wie ist denn der Pitch aus eurer Sicht denn angekommen und es ist sehr interessant was da für Feedback dann kommt wie okay die waren ja zu zweit da und es hat eigentlich nur eine Person dauernd gesprochen von dem Unternehmen aber die andere hat überhaupt nichts beitragen können der eigentlich meistens vielleicht aus dem Pitchset ist der noch viel mehr Erfahrung hat und der überhaupt nicht zum zum das, das ein, sein sein Know-how gar nicht teilen konnte und es wurden auch die anderen gar nicht abgeholt, ja, sondern es wurde nur geredet, geredet, geredet und geredet und nicht wirklich auch mal Fragen gestellt. Und es sind alles so Dinge, die kriegst du halt dann auch nur raus, wenn du wirklich dann zu den wichtigsten Touchpoints den Kontakt suchst und mit den Menschen dann auch sprichst. Ja. Und auch was du gesagt hast, das Thema Lead Scoring betrifft, ist, ja, da bin ich voll bei dir. Also wir nutzen mittlerweile auch, es ist unsere Empfehlung, ein Lead Scoring mehr dazu, um eine Qualitätssicherung zu machen, was den Content betrifft, wie der angenommen wird, aber nicht dazu, um eigentlich automatisiert zu entscheiden in der Bewertung, dass der jetzt in die nächste Stufe rutscht. Ja. Und äh, das ist ein ganz wichtiger, also auch hier Mehrwert oder also auch eine Erfahrung, die ich absolut auch, auch mit, mit, mit dir teilen kann, ist ähm, genau das und das, das einfach auch zusammenzubringen zu sagen, ja da gibt es Daten und die Daten die kann ich dann eben auch nutzen um zum Beispiel jetzt in dem Fall den, den Content zu bewerten aber auch einzuschätzen ist dieser Content aus welcher Phase ist denn der wie wird er denn angenommen um äh, dann äh, meinen Content daraufhin abzustimmen ich sollte wenn es in diesem, um diesen Kaufprozess geht äh, dann immer auch entsprechende ähm, auch sagen wir mal in Form vielleicht auch Service Agreements oder Serviceversprechen oder äh, einfach auch mal vereinbaren und sagen, äh, wann wirklich Menschen dann einfach auch den Lied auch mal gemeinschaftlich auch mal betrachten und bewerten und da idealerweise einfach auch den Kontakt wirklich mit den Menschen auch mal aufnehmen. Ne? Ja, wisst ihr, und jetzt, also für mich gibt es halt noch zwei ganz, ganz wichtige Themen, wo ich sage, das auch outbound da einfach da. Im Bauen wirklich brutal supporten kann. Also, das eine ist für mich sowieso das Thema Content Generierung. Klar. Ähm, oft ist ja die, die, die Content Ideation, Ideenfindung und so weiter, ist ja im Marketing aufgerangt. Das ist ja grundsätzlich okay. Und es ist auch okay, dass ein Großteil vom Content in der Regel im Marketing äh, publiziert wird. Aber äh, ich, also ich empfehle wirklich immer, wo ich sage, Mensch, wenn ihr Sales Development Teams oder Inside Sales Teams habt oder sowieso auch die klassischen Accounties oder Außendienst, wie auch immer, also diese, diese Outbound-Speerspitze, ja, die ja Richtung Markt agiert, ich meine, wer verdammt nochmal ist in viel näher und unmittelbarer am Kunden dran und bekommt auch so ungefiltertes Feedback vom Markt zurück. Und da liegt so brutal viel Potenzial für für eine Content-Produktion, die jetzt nicht wieder mal im Elfenbeinturm des Marketings produziert wird, ja, sondern die einfach wirklich vom Markt kommt. Und äh, es lässt sich ja dann sehr schön messen. und Ich finde es super cool, Martin, was ihr sagt, ihr, ihr scrollt lieber Richtung Bewertung des Contents denn auf Qualität des Leads. Ja, also finde ich super. Also das ist so ein Thema, wo ich mir sage, der supported Outbound aus meiner Wahrnehmung hinbau äh, brutal. Und der zweite Punkt ist, ich meine, wir kennen es alle. Ich also korrigiert mich so im B2B-Bereich, wo liegt die Conversion Rate? Also, wo wirklich einer sagt, er lädt sich was runter, er registriert sich für ein Webinar, er will einen Termin, er will ein Angebot oder anyway. Ich würde mal sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich so bei 1,5 bis 3,5 Prozent. Martin, Kevin, korrigiert mich, wenn ihr da, wenn ihr da gegebenenfalls andere Zahlen habt. Heißt aber im Umkehrschluss, dass mindestens 96 Prozent der Menschen, die auf einer Webseite waren, in der Regel einfach unerkannt wieder gehen und es oftmals aber eine sehr gute Intention gab, dass er ja die Webseite besucht und es kann jetzt verschiedene Gründe geben, warum sie nicht konvertiert haben und und wenn sie jetzt da halt so so richtig gute Website-Visitor-Analyse-Tool wie Seeso oder Lead, Fida, Lead Info und, und und wie sie alle heißen, ähm, wenn du die halt dann verwendest und da einen richtig guten schmeidigen Aufbau-Prozess draufsetzt auf diese auf diese anonymen Website-Besucher-Leads ich kann so jetzt wirklich nur aus unserer eigenen Erfahrung für uns selbst, aber auch in Kundenprojekten sagen, das ist zwischenzeitlich wie man klassischen Inbound-Lead, also der wirklich konvertiert hat, ist die Arbeit auf diesen anonymen Website-Besuchern für uns mit Abstand die erfolgreichste Leadquelle im, im, im Outbound. Und ich finde es halt einfach so cool. Weil es Outbound dann nämlich hilft, diese Zeit und diese Mühe und Arbeit und auch Budget, was im Grunde da reingeflossen ist, um die Leute auf die Webseite zu lotsen, wo aber die Reise halt irgendwie endet, weil sie nicht konvertieren, nicht einfach liegen zu lassen, sondern auch deswegen im Grunde versuchen zu monetarisieren. Und da ist Outbound in meiner Meinung richtig, Entschuldigung, muss man ein bisschen vorsichtig sein in dieser Zeit, aber da ist Outbound eine Waffe für mich. Also es ist ja dann auch nicht nur ähm, Cold Calling oder... Ähm wie ich es halt äh, vorhin ketzerisch beschrieben habe, das KDS-Prinzip mit ich push einfach mal jeden Scheiß raus und fertig. Sondern ähm, wir reden dann hier auch schon von, von Retargeting, oder? Also Remarketing am Ende. Im, Im Grunde, im Grunde kannst du sagen, ist es wie ein telefonisches, analoges retargeting Kevin, Richtig, ja. Also die Kombination die finde ich auch sehr spannend. Jetzt auch wenn man jetzt die Hausaufgaben wirklich sehr detailliert macht und ähm, da ähm, kann man schon auch noch höhere Conversion Rates auch erzielen. Aber selbst wenn du 5 oder 10% Conversion Rate hast, was ein E-Book-Download ein e betrifft, ja, oder eine Checkliste, ist es immer noch die Frage, was ist denn mit den anderen? Ja, 18, 19 Prozent, die auf deiner Webseite waren. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass das muss ja nicht auch unbedingt auch immer dann gleich alles die potenzielle Zielgruppe sein. Ähm, aber äh, alles, was ich dafür nutzen kann, und zu sagen, okay, die werden einen Grund ja auch gehabt haben, dass sie auf die Webseite kommen und allein so zu identifizieren, was ist es denn für ein Grund gewesen? Also ich, alles, was ich darüber erarbeiten kann, hilft. Und die Kombination macht es, macht es aus. Ja, und das finde ich, da, find ich dann super interessant, genau diese Wege auch zu gehen. Und das entsprechend äh, zusammen äh, zu bringen. Und äh, im Endeffekt ist ja auch wieder Hand in Hand. Ich meine, das, wenn ich jetzt mal überlege, in einen Lead nurture hin denke. Und zwar wirklich in einen Lead Nurger, der nicht irgendwelchen vierstufigen Mails verschickt, sondern der wirklich einen edukativen Ansatz hat, der die Leads wirklich entwickelt. Äh, und wenn ich diesen Content habe, diesen Content kann ich am ja genauso nutzen. Und sagen, ähm, wenn ich jetzt eben ein Unternehmen identifiziere, was auf der Website war, und ich identifiziere dann eben jetzt in dem Fall, ähm, hat man gewisse Personas definiert, das sind CFOs, ja, und dann finde ich die CFOs raus von dem Unternehmen, die auf meiner Website waren, dann habe ich ja auch Content, den ich ja anbieten kann. Ja, und ähm, er kann sagen hier wenn wir jetzt, lass uns über LinkedIn zum Beispiel verbinden habe auch einen spannenden Content vielleicht für dich oder ja. aber äh, ist es vielleicht interessant dass du in unseren Lead Nurturer gehen willst oder entsprechend allein durch die Qualifikation selbst der automatisch in den in, den, in den Lead Nurturer fällt wenn er uns auch die Werbeanmeldung gibt und so weiter also ich finde die, die große Kunst ist wie auch bei jetzt mal was auch Agenturen betrifft ja und auch in Unternehmen wir erleben ja, dass es, es braucht eine Kanalexzellenz, ja, also du brauchst eigentlich immer mehr Leute, die wirklich auf einen Kanal sich spezialisiert haben und lieber mache ich einen Kanal hundertprozentig, als wie, dass ich zu viele mache und keinen richtig und die Kompetenz ist dann auch wie bei guten Agenturen, wie auch bei den Unternehmen ist, diese Disziplinen untereinander zu vernetzen. Und genauso ist mit Inbound und Outbound. Wenn du, du brauchst die Leute, die das ganzheitlich überblicken können und sagen, okay, wie, wann setze ich Inbound ein? Wann setze ich Outbound ein? Ja, wie ist die gesamte ich sage mal, Customer Experience Management in der Form auseinander, zusammengesetzt? Was habe ich da für Touchpoints? Ähm, wie setze ich sie wo ein? Auf welche Ziele zahlen sie ein? Das, finde ich, wird immer wichtiger, dass du Leute hast, die wie Dirigenten ja, das ganze sagen wir mal, Orchester auch dirigieren können, und dann brauchst du halt lauter Spezialisten, ja, die dann die einzelnen Kanäle bedienen können. Ja. Wie erlebst du das, Philipp? Ja. Total, absolut. Und Content ist ja ist ja sowas ja, ein ganz wundervolles Instrument, wie ich im, im Grunde auch den Auppern als hat's wieder auf. Du hast es so, heute schon gesagt, edukativ, ich nenne es immer gerne Educational Niveau geben kann. Mhm. No. Martin, du kennst, ich glaube, Kevin, bist du eigentlich? Schätz mal. Ja. Oh, nee, das <laughs> wie bei Frauen, da kann man nicht genau, da Sohn sein. Ja. <laughs> nee, sag mal. 33. 33, okay. Um, also, Martin und ich, wir kommen ja aus ein bisschen einer anderen Zeit. No? <laughs> ja, wir kommen nach dem magischen Vertriebsdreieck. Ja, das heißt, äh, Philipp das bist du, das ist der Telefonhörer, das sind die gelben Seiten und jetzt gib Gas. Ja, ganz genau. Ganz genau doch. <laughs> so Und ich meine, wie war es denn früher? Früher war es ja wirklich so, also wenn du auch in der, in der, in der Kalterkrise, in der Telefonakrise gearbeitet hast, so dieses klassische, und viele tun es ja leider heute noch so, sprichst jemanden an und er sagt, ja, wart schon sein, kann ganz nett sein, äh, oder vielleicht sogar konkreter, ja, wir planen da was, aber mit ich in wieder. No? So, und wie war es früher, die im Chineset gearbeitet haben oder in der Kalterkrise gearbeitet haben? Äh, da hast du ja gedacht, ja, wenn er sagt, Q4 melden, dann melde ich mich doch lieber schon mal Ende August oder Anfang September, weil sonst könnte ja vielleicht schon früher was passieren und ich, verliere den vielleicht oder wie auch immer, dann war es ja klassisch die in meiner Wahrnehmung so essenzlosen Anrufe, ne? wo ich dann anrufe und sage: Hallo Herr Philipp, hier ist der Philipp Muder, wir hatten ja vor drei Monaten gesprochen, sie haben ja gesagt, ich darf mich wieder melden. Ich treue Seele, hier bin ich wieder. Gibt es denn was Neues? So, und das ist ja so Luftklär. Ja. Das ist komplett ohne Essenz. Und wie cool ist es denn, äh, wenn ich dich da anrufe, Martin, und sage: Mensch, wir hatten ja gesprochen und wissen es was, wir haben jetzt hier nur so ein geiles neues White Paper zu dem Thema. Ähm, ist das interessant für Sie? Ich schicke Sie nochmal rüber. Oder, also, ich kann ja dann quasi auch diesen touchpointer Telefonie nie kann ich einfach wirklich mit dem mit Mehrwert versehen, wenn ich einfach konsequent daran arbeite, Content-Essence in diesen Aufbauprozess auch in die Telefonie, also in die Telefonakquise mit zu integrieren. Und ähm, ja, allband verzahnt es. Und auch andersrum ist ja dieses ja auch, auch Re-Engineering, also in der Form herzugehen und also zu sagen, okay, wenn wir ja, wir reden ja über datengetriebenes Marketing und über idealerweise auch über datengetriebenen Vertrieb. Und wenn ich das eben sauber konzipiere über alle meine verschiedenen Stufen hinweg, und äh, dann kann ich auch eben das schön messen und kann eben dann auch messen, über welche Quellen kommen meine Leads, ja, über welche Quellen kommen meine Verkaufschancen, über welche Quellen kommen meine Kunden. So, und dann kann ich sehr umdrehen. Okay, wenn ich ja schon weiß, über welche Verkaufschancen, über welche Quellen meine Leads kommen, kann ich auch mit dem Outbound sagen, ihr hey, konzentriert euch mal lieber auf diese Segmente oder testet die einfach auch mal an. Ich bin eine ganz andere Schlagkraft, ja. Und darum ist das Zusammenspiel auch so wichtig, ja. Na, ich glaube, es geht ja auch noch eine Stufe weiter. Also, ich meine, ich habe auch mal, bin jetzt noch nicht allzu alt, aber, ne, danke für die Blumen. Ich gehe stark auf die 40 zu. Ich könnte brechen. Ähm, ich habe aber auch mal Cold Calling gemacht. Und es war mir persönlich, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war mir persönlich zu dumm. Ja, dieses, hey, ich würde gerne mal Ihren Chef sprechen, ich habe hier ein tolles neues Produkt, das ist überhaupt kein Problem, wir können alles zeigen, es ist alles toll, wäre das grundsätzlich interessant für Sie? Ja, ich musste diesen Scheißsatz auch sagen. Aber der Ansatz, wenn denn einer kommt, er findet dich über Inbound, weil er irgendwas eingegeben hat und du hast dein, dein Text, dein Blogartikel so SEO-optimiert, dass das auch funktioniert. Das Matcht, das ist alles wunderschön. Er lädt sich dann auch das White Paper oder äh, das E-Book etc. pp runter, ist im nurture prozess Und irgendwann guckst du da rein und siehst: Ah, guck mal, der hat sich das runtergeladen, die Checkliste angeschaut, hier und da und tralala, das ist das, was du gesagt hast, Martin, Daten getrieben, ja, weil ich sammle ja die Daten, so kann ich ja. Ähm, auch das ganze ein bisschen filtern und steuern und dann nehme ich den Hörer in die Hand und sag schönen guten Tag Herr Moder, mein Name ist Kevin Gründling von Firma XY, ich habe gesehen, Sie haben sich da so ein paar Sachen runtergeladen. Nur mal so eine Frage, ist das einfach nur aus reinem persönlichem Interesse informationsmäßig oder verfolgen Sie damit ein anderes Ziel, wollen wir uns mal unterhalten. Das ist doch eine ganz andere Qualität des Telefonats, als wenn ich jetzt wirklich nur meinen meinen Leitfaden runterreihe. Ähm, und da irgendwas irgendwas mir aus den Rippen schneide. Ja, das ist ja für jeden Outbound-Seller ein Träumchen, Kevin, wenn ich diese, diese Download-Leads oder diese Inbound-Leads zur Verfügung gestellt bekomme. Aber es ist, ist ja immer ein Ticken leichter. Ja, na klar, du, du hast ja einen ganz anderen Ansatz. Und da finde ich, diese Verzagung von beidem, da ist sie, ist sie für mich persönlich wirklich greifbar. Ja. Und was natürlich ja. nur ein anderer ganz, ganz großer Punkt ist aus meiner Sicht, ist natürlich auch immer so, in welcher Phase des Lebenszyklus befindet sich denn ein Produkt oder ein Unternehmen. Also verstehe mich bitte nicht falsch, aber ich könnte mich manchmal tot und das ist jetzt keine Geschichte, sondern weil wir auch schon immer wieder für Startups arbeiten und gerade so ein Stück weit um die, die Skalierungsphase gehen. Ähm, manchmal aber auch für ganz frühe, die dann Klassiker, keine Ahnung Viertelmillionen, halbe Millionen äh, in die Produktentwicklung investiert haben und dann kommen sie so ums Eck und sagen ja für den Vertrieb haben wir jetzt irgendwie so 2000 Euro im Monat. ich Mir mit denken, schon klar. Ähm, und da herrscht ja aus, aus meiner Sicht bin ich gespannt auf eure auf eure Sicht ganz oft ja auch so die Meinung vor Uh, wenn es jetzt wirklich ein ganz neuer Service, ganz neue Lösung, ganz neues Produkt ist, ja, ich produziere jetzt halt immer ein paar Videos, hau die auf LinkedIn und uh, abgeilutiv. Ja. Uh, da habe ich persönlich ja komplett andere Wahrnehmung drauf. Ich sage, wenn es wirklich was ganz Neues, Innovatives ist, uh, da tust du dich ja manchmal schwer, SEO-technisch überhaupt was zu, zu machen, um, weil du weißt ja oftmals gar nicht nach was nach was eigentlich die Leute, ja, die suchen ja nicht nach etwas, was es noch nicht gibt. Genau. Ja, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, in dieser frühen Phase, ey, vollgas Outbound, immer schön mit Inbound-Support natürlich noch. Wenn es in die Skalierung geht, dann die Gewichtung wechseln und dann mehr auf Inbound-Outbound mitlaufen lassen. Aber das ist ja auch für mich so ein Thema, wo ich sage, hängt für mich immer sehr, sehr stark vom Lebenszyklus des Unternehmens oder des Produktes. Genau, das ist genau das, was wir am Anfang auch gesagt haben. Es kommt darauf an. Ja, ja, genau. Und darum ist es wichtig, weil mit, mit ihr sind wir ja auch sehr viel im Austausch mit der Susanne Trautmann zum Beispiel, mit ihr dieses Marketing-Canvas ja auch entwickelt hat, ein Go-To-Market-Modell zu entwickeln. Weil in dieser wir, Transformation vom Produkt hin zum Go-To-Market erarbeitet man dann diese Dinge und kann sie auch identifizieren. Und das, was du gesagt hast, finde ich immer interessant, weil da fällt mir immer. Ein Zitat von Henry Ford, ein, was ich dann da immer bringe, ja, und der hat ja mal gesagt, für jeden Dollar, den du in dein Produkt investierst, sollst du einen zweiten bereithalten für die Vermarktung. Weil es ist doch Wahnsinn, davon auszugehen, und es ist ja auch äh, auf Teil meiner, meiner Präsentationen als, als lustiger Einstieg, ja? vielleicht erinnerst du dich auch noch in, in Würzburg, wo ich ein lustiges Bild gezeigt habe, wie die Leute aus Marketing und Vertrieb schauen, wenn die Leute vom Produkt kommen und sagen, wir haben so viel Geld investiert in unser Produkt und so viel Zeit. Das ist, muss ein No-Brainer sein, was die Vermarktung betrifft. Und wie Marketing und Sales dann schaut, ja, ähm, erschrocken. Weil du brauchst genauso viel Zeit und brauchst genauso viel Geld, damit du dann am Markt überhaupt eine Chance hast, ja, dass du sichtbar wirst und dass du gekauft wirst und das wissen wir ja auch sehr gut aus vielen Erfahrungen und dann hat sich noch einfach verändert, dass es nicht mehr so ist, weil ja ganze, die ganze Thema Angebot und Nachfrage haben sich ja sehr stark verändert, dass es eben nicht mehr reicht, wenn ich nur sage, hier tolle Funktionen, ja, äh, sondern es ganz andere Dinge braucht, ja, ähm, wo es mehr um dieses Wozu auch geht, um diese Experience geht. Also wo du einfach ganz andere Ansätze fahren musst, um eben diese emotionale Verbindungen auch aufbauen zu können. Und das kostet genauso viel Zeit und genauso viel Geld mindestens, ja also wie das Produkt zu entwickeln. Ne? Also es geht um den Trust-Aufbau ne, am Ende. Ähm, weil es ist ja nicht mehr so wie früher, ne, so wie du gesagt hast, Martin, man, man sagt, ach guck mal, hier tolle neue Funktion, ach schön, ist ja Knaller. Ähm, sondern es geht halt wirklich dazu, ähm, dass der, der Verbraucher, und ich zähle mich ja jetzt mal drunter, wir sind ja Generation oder ich bin Generation, ich weiß gar nicht, was ich bin, Z, was weiß ich, irgendwas da so am Ende von vom Alphabet. Ähm, wir wollen ja Vertrauen aufbauen, wir wollen ja ein Vertrauen in das Unternehmen haben, ein Vertrauen in die Marke haben. Und das kriegst du ja nicht hin, wenn, wenn du nur darüber sprichst, ach, guck mal, tolle neue Funktion, ach, was ein geiles Feature, darauf habe ich gewartet. Nee, haben wir nicht, sondern... Ähm, Warum, warum gehen denn die Leute alle zu Apple, warum gehen denn die Leute alle äh, zu Unternehmen XY und nicht auf Konkurrenzunternehmen? Das ist halt wirklich wegen dem Vertrauen. Und wenn du das Vertrauen einmal verlierst, das kannst du ja nicht mehr aufbauen. Ja? Und deswegen gibt es halt dann so auch diese Verzahnung des Ganzen. Also Inbound ist ja auch sehr viel Trust. Ja? Und das ist das, was so manches Unternehmen immer noch nicht so ganz verstanden hat in meiner Wahrnehmung, dass mittlerweile jetzt auch gerade mit den Millennials und dann Generation Alpha heißen, glaube ich, die ich ab 2010, ähm, dass sie sehr stark darauf bedacht sind, eben wegen dem veränderten Suchverhalten, Kaufverhalten, Informationsbeschaffungsverhalten, wegen der Buzzword-Globalisierung, äh, ähm, dass du halt sehr viel auf Vertrauen setzen musst. Ja, da ist eben auch natürlich, wie du sagst, Kevin, ein, ein Träumchen für. Was, was mich nur interessieren würde, Philipp, wenn du schon mal da bist, die Gelegenheit würde ich jetzt gerne auch mal nutzen. Wenn du schon mal ja, da bist. Jetzt, ja. <lacht> <lacht> ja, weil mit, mit mir selber dauernd zu reden, ist nicht so lustig. Ja. Wenn ich, ich sage, das. Bei Martin, sag mal, Philipp. Ja. <laughs> Und zwar, was ja auch oft ja auch zu lesen ist, immer die Diskussion Demand Chain versus Lead Management. Was ist da deine Meinung dazu? manchen versus Lead Management. Ja, also dieses, ähm, wo man sagt, eben, ich äh, konzentriere mich nicht auf den Lead, den Lead zu entwickeln, äh, sondern äh, ich gebe diesen ganzen Content ungated ja, äh, raus in verschiedensten Kanäle. Und wenn sie dann so weit sind, ja, äh, dann kommen sie schon. Schön, dass du es adressierst, weil das hätte ich nämlich wirklich heute gerne mal in die Runde geworfen, weil auch das ist ja eine Diskussion, wie zumindest aus meiner Wahrnehmung die letzten zwei, drei, vier Jahre immer, immer intensiver wird. Ne? To gate or not to gate. Genau, um, ja. Und wird ja auch sehr polarisierend, also zumindest in meiner LinkedIn-Bubble uh, ja. sehr, sehr polarisierend geführt. Um, also mich würde es mal interessieren, Kevin, wie es dir geht. Und bevor du es uns sagst, meine, meine, meine zwei Cent dazu. Uh, ich habe eine klare Meinung, dass ich sage, ey, wenn es sich wirklich um ein Premium-Content-Asset handelt, wo einfach eine viel Arbeit reingelaufen ist. Und ein White Paper, das mal irgendwie, keine Ahnung, 20, 25, 20 hat ist, ja gerade Zahl, äh, welches 20 oder 30 Seiten hat, ähm, wo vielleicht nur, wir haben letztens mit einem Kunden im Sondermaschinenbau im Frauenhofer zusammen mit eins gemacht. Eine ja. Studie oder sowas. Hey, ja. hey das kostet erstens Asche und das kostet brutal viel Zeit, ja. Und das einfach so rauszuspendieren, tue ich mich tatsächlich schwer damit. Muss aber lachen. Ich habe ich hab nämlich heute früh eine, eine Zusammenfassung an mit, mit, mit den Entscheider von der Firma geschrieben, mit dem wir letzte Woche hier am hatten. Und ich auch natürlich die Webseite wieder angeguckt. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, die Gaten, sogar die Unternehmenspressure. Gut. Ja. Das ist aber so was, wo ich sage: ja. Hey Leute, also. Unternehmensbroschüren, Produktbroschüren zu geben, das, das, ist frech, das ist unverschämt in meiner Wahrnehmung. Und ähm, überhaupt halt jegliche Art von Content zu geben, wo ich sage, wenn ich mich eine halbe Stunde hinsetze, kriege ich die Information for free ja. äh, von Google raus. Dann darf es nicht gegäfft werden. Ähm, alles andere, wenn viel Gernspaß, Zeit, Geld und so weiter reinfließt, ist es für mich persönlich definitiv nach wie vor legitim. Aber Kevin, würde mich wirklich da interessieren, weil uns trennt ja uns trennen ja 1,2 Generationen ungefähr. <laughs> es kommt darauf an. Ja, rechts an, mal Na Naja, ist schon schwierig. Also ich gebe geb gerne meine Daten her, wenn ich weiß, was ich bekomme. Ja, wenn ich mal das Beispiel nehme von Susanne, schön aufbereitete Seite, da steht genau, was bekomme ich für meine E-Mail-Adresse, die ich hergebe, dann gebe ich da meine Mail-Adresse sehr gerne für her. Wenn ich aber jetzt noch ein paar andere Daten vielleicht noch eingeben muss, bei manch anderen, wenn ich eine Broschüre oder irgendwas ähm, äh, mir runterladen will, einfach nur, weil ich diese Information haben möchte. Und dann kommt und gib mir bitte noch deine Adresse. Ach, ich hätte übrigens noch ähm, gerne die Telefonnummer und die Handynummer. Ach, und ich hätte bitte gerne noch deine Schuhgröße und den Vornamen deines Erstgeborenen, weil ich natürlich dann auch noch meinen Sohn danach benennen möchte. Dann ist mir persönlich das schon zu viel. Dann sage ich, okay, so wie du sagst, nach einer halben Stunde googeln ich ich's raus. Bei mir in der in der in der Podcast Bubble wird gerade auch heiß diskutiert, soll äh, oder sollen Podcast Folgen oder sollen ganze Podcasts denn gegatet werden? Ich bekomme nur Folgen, wenn ich entweder sie monetär unterstütze. Gibt's mittlerweile auch. Muss ein Abo abschließen, dann kannst du die Folgen anhören. Oder wenn ich irgendwie meine E-Mail angebe und dann da irgendwie noch meine Seele verkaufe, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht der Typ für. Also das stelle ich dann schon gerne so bereit, ohne dass ich jemand registrieren, anmelden oder mir Geld geben muss. Das mache ich dann wirklich für den Trust Aufbau. Wenn ich aber weiß, was ich bekomme und wenn es wirklich hochwertig ist und so wie du gesagt hast, ich merke, da ist Zeit, Geld, Liebe, whatever eingeflossen. Dann gebe ich da meine Mailadresse raus. Man muss halt aber auch immer gucken, wo gebe ich die Mailadresse denn hin? Ja, also ähm, da muss man dann halt immer schauen. Und da sage ich dann halt, es kommt darauf an. Und man kann auch beides verbinden, ne? Also wenn das, was wir auch gerne machen, ist jetzt wie zum Beispiel, wenn wir E-Books erstellen, dann haben die teilweise 60, 70 Seiten, die sind ähm, mit wirklich Top-Redakteuren erstellt, mit, mit, viel, mit auch verschiedenen Input von unterschiedlichen Experten, visuell extrem schön aufbereitet. Und ähm, das ist einmal den Schatz, den wir dann anbieten, gated. Aber Inhalte daraus filetieren wir ja und die streuen wir an gated, ja, also, ähm, dies, also wo ich dann eben keine E-Mail-Adresse dafür hergeben muss, wenn ich den Content lese. Und wenn ich dann eben mehr haben will, also eben den Schatz an, in, in, und nicht nur den, 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 den Diamant oder den, den, den Juwel äh, aus dem Ganzen, dann kann ich eben auch das ganze E-Book haben und runterladen und so kann ich das schön auch äh, verbinden und ich finde, auch eins ist auch unter dem Aspekt mein Lead-Management und Versus-Demand-Chain ist auch wieder die Kombination ja, aus beiden, weil ich habe schon den Vorteil, wenn ich einen Lead generiere und ihn über, über, über die Customer-Journey hin entwickle und auch dann darüber hinaus die Daten erfasse, dann habe ich Daten, was ich meinen mein, mein Sales und auch mein Marketing nicht optimieren kann, was ich so nicht habe. Dann kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle, diesmal nur an Philipp, weil Martin, ich hatte dich ja schon mal im Podcast, an dich ging ja schon mal eine Abschlussfrage, deswegen nur mal an Philipp. Damit kann ich leben, ja. Jetzt hast du ja schon das ein oder andere mal verlautbaren lassen, du bist eine etwas andere Generation als ich. Ja. ja. Was würdest du denn deiner Generation, die ja auch sehr stark mittlerweile auf LinkedIn unterwegs ist, aber immer noch diese, diesen Cold-Mailing-Ansatz da mal äh, forciert. Ich kriege mittlerweile auch immer wieder Nachrichten, die schreibt mir schon zum sechsten Mal an. Ich habe die schon geblockt, dann schreibt es mich wieder an mit Cold-Mail und, und ähm, etc. Was würdest du denen aus deiner Erfahrung heraus raten? Also ich finde, kalte Anschreiben per se okay ist jetzt nicht nice, aber es ist okay. Und es ist okay, wenn es wirklich gut gemacht ist. Es ist selten gut gemacht, wenn es über irgendwelche dämlichen Automatisierungstools auf LinkedIn passiert. Weil aus meiner Sicht es nach wie vor kein Automatisierungstool gibt, das speziell für die deutsche Sprache und für den deutschsprachigen Raum wirklich so gut ist, dass man eben nicht merkt, dass es automatisiert ist. Also, so wie in der Marketing Automation, meiner merkt es einfach heute, wenn es gut gemacht ist, wirklich nicht mehr. Und der Tipp ist einfach, setz dich mit den Menschen auseinander, spam nicht, schau dir verdammt nochmal dieses Profil zwei, drei Minuten an, suchen einen gemeinsamen Anker und stellen einfach eine Vernetzungsanfrage, die eine hohe Bestätigungswahrscheinlichkeit hat, äh, Dann ist schon mal viel gewonnen. Wenn ja, du es gut magst, erfahrungswert so von, von unserer Seite jetzt, ist eine Bestätigungsquote für 50 bis 70 Prozent definitiv. Dann wird es natürlich ja cool. Na, dann machst du das Netzwerk groß, dann haust du Content raus, kriegst du eine gute Sichtbarkeit, Expertenstatus aufbauen, dann kriegst du ab und an einmal die eingehende Anfrage. Und der letzte Satz dazu ist: traut nicht diesen Kameraden da draußen, mit denen versprechen, du brauchst keinen Außendienst mehr, du brauchst keinen Inside-Sales, du brauchst keinen Telesales, weil mach mit uns und du kriegst 20 qualifizierte Leads im High-Level-B2B-technischen Bereich, ohne dass du was machen musst. Ich meine, es ist einfach unverschämt und ein Punkt. Also da bin ich sehr klar in meiner Sicht. <laughs> das war ein perfektes Schlusswort an der Stelle. Martin, Philipp, vielen lieben Dank, dass ihr heute Gast bei mir im Podcast wart. Danke, danke, danke. Ich danke euch. Schön war es. Martin, wir sehen uns im Oktober. Kevin, wir sehen uns da mit Sicherheit auch. Selbstverständlich. Ja. Würden uns riesig freuen, Philipp. Ich komme, Indiana Ehrenwort. Ja, das sehr gut. Pass auf dich auf, bleib gesund. Ihr Lieben, bis ganz ja. bald. Danke euch. Alles es kurz. Ciao. Ciao. An meine Hörerinnen und Hörer. Wie geht's denn euch mit dem Thema inbound, allbound, outbound? Schreibt mir doch mal gern eure Erfahrung und eure Meinung zu dem Thema in einen LinkedIn-Kommentar oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail unter kevin.kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder Podcast.de da. Oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin at